Hallo, mein Name ist Thorsten Putsch und in diesem Video zeige ich dir, was passiert, wenn man eine Spule ein- und ausschaltet. Dazu habe ich meinen XY-Schreiber, der zeichnet den Spannungsverlauf im Verlauf der Zeit auf. Ich habe hier schon den Eimer laufen lassen, damit er mir hier die X-Achse zeichnet. Eingestellt ist er 0,5 Sekunden, entsprechend 1 Zentimeter bzw. 50 Millivolt. Millivolt entsprechend 1 Zentimeter. Was habe ich gemacht? Ich habe hier die Spule und einen Widerstand von 20 Ohm in Reihe geschaltet. Ich habe hier einen Umschalter, womit ich das Ganze an die Spannungsquelle, wo 4 Volt eingestellt sind, anschließen kann. Und wenn ich loslasse, wird es kurz geschlossen. Was gibt es noch zu sagen? Diese Spule, das sind eigentlich zwei Spulen mit jeweils 5100 Windungen. Selber einen eigenen ohmschen Widerstand aufgrund des Drahtes von 280 Ohm. Und 630 Henry ist die Induktivität. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich messe jetzt die Stromstärke. Die Stromstärke ist hier an diesem Widerstand. Und zwar nutze ich aus, dass U proportional I ist. Ist ja genau das ohmsche Gesetz. Das heißt, dadurch, wenn ich die Spannung messe, kann ich mir den Strom jederzeit holen, weil ja beides proportional ist. Und ich weiß ja, dass es 20 Ohm sind. Das heißt, das ist auch jetzt rechentechnisch keine Herausforderung. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt das Ganze mal laufen lasse. Ich starte und schalte ein und man sieht, wie das Ganze schön steigt. Und jetzt schalte ich aus und man sieht, wie das Ganze wieder gegen Null geht. So, und wenn ich das jetzt gerade nochmal zeige, schauen wir uns die Stromstärke bzw. deren Verlauf genauer an. Wie bereits erwähnt, messe ich die Spannung über dem Widerstand, um sozusagen auf die Stromstärke zu kommen, weil ich das ja nicht mit dem XY-Schreiber direkt messen kann. So, dann müssen wir jetzt nur noch gucken, warum oder wie das Ganze zu verstehen ist. Wie man sieht, steigt die Stromstärke an. Das liegt daran, dass wenn ich hier entsprechend die Spannungsversorgung einschalte, in dieser Spule hier eine Spannung induziert wird, die ihrer Ursache entgegenwirkt. Das heißt, der Strom kann nicht sofort da ungebremst durchfließen, sondern der Strom wird am Anfang sehr stark gebremst und dann immer weniger und daher ergibt sich dieser Verlauf. Und wenn ich ausschalte, ist es entsprechend umgekehrt, dann entsteht hier eine Spannung, die am liebsten den Strom weiter treiben möchte und daher ist hier nicht einfach aus, sondern der Strom fließt noch einen Moment weiter und wird halt immer weniger, bis er sich hier entsprechend der Null annähert. So, und nun möchte ich dir den Spannungsverlauf an der Spule zeigen. Hier habe ich jetzt allerdings ein bisschen umgebaut. Natürlich messe ich hier die Spannung auf der Spule, das ist klar. Ein neues Blatt eingelegt, ein bisschen was umgestellt. Und zwar habe ich jetzt hier 0,25 Sekunden pro Zentimeter, also eine Viertelsekunde pro Zentimeter. Und hier habe ich nach wie vor 0,5 Volt pro Zentimeter. Was ich hier allerdings noch verändert habe, ist, hier sind jetzt 10 Kiloohm und vorher waren hier ja nur 20 Ohm drin. Warum habe ich hier 10 Kiloohm rein? Eigentlich ganz einfach,
weil ich möchte gerne hier die Induktionsspannung messen. Jetzt ist das eine Reihenschaltung. Und zwar hat das einen ohmschen Widerstand von 10 Kiloohm, ist klar. Und diese Spule hat ja einen ohmschen Widerstand von 280 Ohm. Wenn ich also die 20 Ohm hier drin gelassen hätte, wären meine 4 Volt praktisch hier komplett angefallen, wenn hier praktisch dieser Einschaltvorgang vorbei ist. Was dazu geführt hätte, dass mein Graph hier ziemlich groß wird und eventuell dann nicht mehr auf das Blatt Papier passt. Dadurch, dass ich jetzt aber hier 10 Kiloohm habe und hier 280 Ohm, tut sich nach dem Einschaltevorgang das so verteilen, dass die 4 Volt fast komplett hier anliegen und hier nur 0, irgendwas Volt. Das ist halt eine ganz normale Reihenschaltung dann. Und da, wo halt der größte Widerstand ist, ist auch sozusagen prozentual auch die Spannung, die da anfällt, am größten. Und dadurch wird mein Graph letztendlich dann ein bisschen kleiner. Ich kann das ja zum Schluss gleich nochmal zeigen, was passiert, wenn man das mit einem 20 Ohm Widerstand macht. Aber jetzt erstmal so, wie ich das hier habe. Es sind nach wie vor 4 Volt, die anliegen. Und ich würde sagen, starten wir. Ich gehe auf die Sicherheit her und gucke, dass er hier vorne anfängt. Dann lasse ich mal meinen Strich, also sprich meine X-Achse zeichnen. Ja, und dann würde ich sagen, Attacke. Und ja, das war's schon. Das ging relativ schnell. Man sieht wunderbar hier die Induktionsspannung. Hier ist die Spannung natürlich etwas größer, weil ja hier jetzt Strom fließt und aufgrund des ohmschen Widerstands habe ich hier einen Spannungsabfall. Und hier habe ich dann den Ausschaltvorgang. Dann würde ich sagen, habe ich es ja versprochen, das nochmal mit dem 20 Ohm Widerstand zu machen. Dazu hole ich mir wieder ein neues Blatt. Und gut, dann brauche ich natürlich den Widerstand, den ich dann mal hier wechsle. Jetzt habe ich hier natürlich eine höhere Spannung zu erwarten und dementsprechend stelle ich hier, ich probiere es erstmal aus, vielleicht klappt es ja. So, das heißt, ich schalte ein und ich schalte wieder aus. Ich muss das allerdings jetzt langsamer stellen, also wieder 0,5 Sekunden sind 1 Zentimeter. Und das Ganze noch ein bisschen, die Null ein bisschen besser treffen. Dann wie immer die X-Achse zeichnen lassen. Und dann schauen wir mal, was jetzt bei rauskommt, wenn ich den Widerstand geändert habe. Gut, wir sind bereit. Und loslassen. Gut, das war's. Jetzt schauen wir uns das mal an. Man sieht halt, wie hier die Spannung steigt. Und hier fällt sie wieder leicht ab, bis sie halt diese knapp 4 Volt, die hier anliegen, erreicht. Und beim Ausschalten entsprechend hier nähert sich das dann der Null an. Soweit, so gut. Schauen wir uns hier den Spannungsverlauf einmal an.
Und diesen habe ich absichtlich mal mit zwei verschiedenen Widerständen aufgenommen. Das heißt hier mit zwei verschiedenen Werten. Das ist jetzt die Version für 20 Ohm. Warum ich das gemacht habe, ist eigentlich sehr schön an der Kurve zu sehen, wenn man diese mit anderen auf irgendwelchen ja, theoretischen Kurven vergleicht, weil da nähert sich die Spannung hier der Null an. Und wenn man sich das anguckt, das ist hier weit weg von Null. Und das liegt daran, wenn ich mal zum Beispiel hier diesen Bereich hier angucke, wo die Spannung anscheinend einen gewissen Wert erreicht hat, der knapp unter der ja, Versorgungsspannung liegt, dann kann man das eigentlich relativ einfach erklären. Und zwar habe ich hier meine 20 Ohm und diese Spule hier, die hat auch einen Widerstand und zwar von 280 Ohm. Das ist einfach der Draht, der da gewickelt ist. Der ist auch ziemlich lang und so kommt man auf, ja, hat er einfach auch einen Widerstand. Und wenn ich mir das natürlich angucke, hier habe ich 20 Ohm, hier habe ich 280 Ohm, das ist das, was man einen Spannungsteiler nennt. Das heißt, dadurch, dass hier mein Widerstand viel größer ist, liegt natürlich, wenn ich hier und hier U0 von 4 Volt anliegen habe, liegen von meinen 4 Volt natürlich hier 3, irgendwas, also der Löwenanteil meiner Spannung an und hier nur ein bisschen der Spannung. Und daher geht das hier nicht auf 0, sondern halt auf das, was sich hier durch den Widerstand entsprechend ergibt, wenn ich das mit U gleich R mal E und so weiter ausrechne. I ist ja überall gleich und dann kann ich entsprechend halt das ausrechnen, wie viel Spannung hier drauf entfällt und wie viel hier drauf entfällt. Wie gesagt, ist ein Spannungsteiler. So, nichtsdestotrotz sieht man aber hier so einen kleinen Peak. Das heißt, wenn ich einschalte, ist das für einen kurzen Moment die Versorgungsspannung und dann flacht das sozusagen auf den Wert ab, der sich durch diesen Spannungsteiler ergibt. Und beim Ausschalten habe ich kurz eine negative Spannung und dann geht meine Spannung gegen Null. Wie diese hier zustande kommen, das gucken wir uns in der nächsten Folie an, wo ich hier einen 10 Kiloohm Widerstand genommen habe. Das heißt, dieser Widerstand ist sehr, sehr groß im Vergleich zu dem Widerstand der Spule. Und daher habe ich hier auch, hier ist meine Versorgungsspannung und hier habe ich einen Wert, der sozusagen dann fast null ist. So, jetzt gucken wir uns aber den Peak hier mal an, der dadurch zustande kommt, dass ich am Anfang eine hohe Spannung bedeutet ja, dass hier der Widerstand sehr groß gewesen sein muss. Und das hier kann ich ja dadurch erklären, dass ich hier 280 Ohm Widerstand habe und das entsprechend dann ausrechnen. Aber warum ist der Widerstand der Spule am Anfang sehr groß? Naja, das ist die Lenzsche Regel. Das heißt, hier wird eine Spannung induziert, die ihrer Ursache entgegenwirkt. Das heißt, die dafür sorgt, dass der Strom da nicht einfach durchfließen kann, sondern den Strom bremst. Das haben wir in dem Experiment, sieht man das an, wenn ich die Stromstärke da entsprechend messe. Und wenn ich jetzt hergehe und einen hohen Widerstand habe, dann habe ich hier natürlich einen hohen Spannungsabfall. Und wenn der Widerstand dann kleiner wird, was man daran sieht, auch dass der Stromfluss zunimmt, dann sinkt hier auch meine Spannung auf den Wert, der sich hier einfach durch das Ohmsche Gesetz und den Spannungsteiler ergibt. Und hier habe ich einen negativen Ausschlag, wenn ich ausschalte, der auch wieder dadurch kommt, dass der ja, Lenzsche Regel, das heißt, man die Spule versucht sozusagen Strom weiterzutreiben. Hat man ja letztendlich auch gesehen bei der Messung der Stromstärke,
dass der Strom weiterfließt. Und das ist hier entsprechend diese Induktionsspannung, die dafür sorgt, dass das halt eben so ist. Das Problem bei dieser Geschichte ist, dass das versucht man natürlich im Realen durch entsprechende Dioden zu vermeiden, damit an ja, Gerätschaften keine, gerade bei den integrierten Schaltkreisen, die können so eine Spannung mal schnell in die andere Richtung eher weniger vertragen. Deswegen versucht man das mit Dioden aufzufangen.